Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Backofenlampe gewechselt habe, die nach 13 Jahren kaputt gegangen ist. Das war gar nicht so leicht, aber wie ich das Ganze gelöst habe, zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dann machen wir den Ofen einfach mal auf und schauen uns das Ganze hier an. Und zwar, wie sieht das hier bei mir aus? Da befindet sich die Lampe so rechts oben. Man sieht das hier, denke ich, recht gut. Und jetzt gibt es folgende Geschichte. Bei mir war die Lampe sehr, sehr lang drin und hat sehr gut funktioniert. In Summe über 13 Jahre. Das bedeutet aber auch, dass da oben jede Menge Fett und andere Dünste oder Dämpfe hinkommen, die jetzt verhindern, dass wir dieses Glas abbekommen. Und da habe ich mir was Spezielles überlegt. Was noch wichtig ist, bevor ihr jetzt beginnt, das Glas zu öffnen, schaltet die Beleuchtung am Herd aus. Da gibt es in der Regel einen Schalter und ihr müsst halt auch wissen, wenn bestimmte Schalterpositionen vorhanden sind, ist dann das Licht ein oder aus. Ja? Nicht, dass ihr euch dann einen elektrischen Schlag holt. Es ist im Endeffekt wie beim Wechseln einer Glühbirne im normalen Haushalt an einer Lampe oder ähnliches. Ihr müsst am besten dafür sorgen, dass der Schalter ausgeschaltet ist. Man kann auch, wenn ihr euch gar nicht sicher seid, im Sicherungskasten die Sicherung für den Herd rausmachen. Dann seid ihr hundertprozentig auf der sicheren Seite, aber das ist nicht zwingend notwendig. Wenn ihr euren Herd gut genug kennt, schaltet einfach an ihm die Schalter aus, sodass ihr wisst, dass kein Licht leuchten kann. Wenn ihr euch entschlossen habt, die Sicherungen rauszunehmen, dann macht es wie folgt. Öffnet den Sicherungskasten, dann schaut ihr, wo sind eure Sicherungen für den Elektroherd. Die sind bei mir jetzt auf 1, 2, 3, deswegen mache ich die raus. Da erscheint dann in dem Fensterchen bei mir zum Beispiel ein grünes Symbol, dass alles in Ordnung ist. Und jetzt ganz wichtig, damit ihr euch wirklich sicher fühlen könnt, während ihr da arbeitet, klebt ihr bitte so ein Klebeband drauf. Man nennt diesen Vorgang gegen Wiedereinschalten sichern, weil ihr könnt euch nur wirklich sicher fühlen, wenn ihr euch ganz sicher seid, dass nicht irgendjemand anders im Haushalt diese Sicherungen aus Versehen wieder reinmacht. Ja? Und dann hättet ihr natürlich ein Riesenproblem. Deswegen gegen Wiedereinschalten sichern. Und jetzt könnt ihr in Ruhe am Herd arbeiten und alles ist spannungsfrei. Was habe ich dann als allererstes gemacht? Ich habe einfach mal versucht, so mit der Hand da zu drehen. Hat sich nichts getan. Da habe ich nur gemerkt, dass diese Fassung hier innen drin sich ein bisschen bewegt hat. Das heißt, das hintere Teil auch. Sonst war aber außerdem keine Bewegung zu sehen. Dann habe ich den ganzen Herd mit Backofenspray gereinigt. Es gibt auch andere Reinigungsmittel, Hausmittel, die wären vielleicht auch so gut gewesen. Habe das mehrfach gemacht. Hat aber auch nicht funktioniert. Dann, beziehungsweise danach, habe ich es nochmal mit der Hand probiert, hat auch nicht funktioniert. So, dann habe ich mir Arbeitshandschuhe genommen, wo ich einen Grip habe, habe da versucht zu drehen und ich bin zwar nicht durchgerutscht, aber allein die Kraft da so schief oben hat bei mir jetzt einfach nicht ausgereicht. Ich konnte diese Lampe so nicht öffnen oder diese Abdeckung der Lampe. Was war dann das Nächste? Das nächste war, ich habe mir mal die Lampe genauer angeschaut. Und zwar diese Lampenabdeckung, die hat so Nasen dran. Ja? Und diese Nasen sind geeignet, dass man mit einem Werkzeug diese Lampenabdeckung öffnet. Die Leute, die das konstruiert haben, die haben sich sehr, sehr wohl Gedanken gemacht, dass ich so eine Abdeckung sehr, sehr festsetzen kann und dass man die dann eigentlich ohne ein Werkzeug gar nicht mehr rausbringt. Und deswegen bin ich hergegangen und habe was konstruiert wieder mal und habe von dieser Konstruktion, die ihr hier jetzt seht, das habe ich mir so überlegt, habe vorher Maß genommen, wie sind denn diese Nasen auf der Lampe und habe das eben konstruiert und habe dann im ersten Schritt mal einen Ring dieser Konstruktion ausgedruckt. Das seht ihr jetzt hier. Einfach mal, um zu sehen, treffe ich diese Nasen hier richtig. Und ihr seht, ich habe da gemerkt, so komme ich nicht drauf. Und so komme ich dann drauf.
So, dann habe ich mal so versucht, schon mal zu drehen, allein mit diesem Ring. Weil ich drücke zum ersten Muster, ja, dann sehe ich, ob das drauf passt und habe gesehen, das passt. So, habe gesehen, es passt, aber alleine mit dem Ring war noch nichts getan. Dann habe ich mir das Teil komplett ausgedruckt. Hier seht ihr es nochmal. Bin dann da so drauf gegangen, ja, habe geschaut, wo ist die Position. So, bin in den Nasen drin von dem Glas und dann bin ich eben hergegangen und habe gesagt, jetzt drehe ich da voll auf und habe da versucht, das mit der Hand, keine Chance, hat nicht funktioniert. Dann bin ich hergegangen und habe es hier mit der Rohrzange versucht. Das heißt, ich bin da so mit der Rohrzange drauf auf mein Werkzeug und habe dann dran gedreht. Und dann schlussendlich hat sich's wirklich gelöst und ich konnte den Glasdeckel runter machen und dann hat es funktioniert. Was habe ich dann natürlich gemacht? Ich habe diesen Glasdeckel auch hier mit Backofenreiniger bearbeitet, damit der jetzt auch endlich sauber ist und danach nicht nochmal so klemmt. Und dann drehen wir einfach hier ganz gewöhnlich diese Birne raus, greift trotzdem, auch wenn ihr alles abgeschaltet habt, nicht hier rein, ja, gefährlich. Dann bin ich hergegangen, habe mir die neue Lampe genommen. Das Blöde finde ich da an der Seite jetzt, ich zeige euch das mal, und zwar, da macht Philips so einen Zweierpack hier. Ich habe da einfach jetzt wieder die Bedenken, das ist ganz toll, da spare ich ganz viel Geld, weil ich zwei Lampen auf einmal kriege. Einsteils hat die Lampe aber da drin 13 Jahre gehalten. Wenn die zweite jetzt wieder 13 Jahre hält, dann weiß ich nicht, ob ich den Herd überhaupt noch habe und ob ich diese Lampe noch finde. Die wird dann bei meinem Lampen, in meinem Lampenaufbewahrungsbereich landen jetzt. Und ich hoffe, dass ich die dann, wenn die andere jetzt nach 13 Jahren kaputt wird, also diese neue jetzt, dass ich die dann noch finde. Ja? So, dann nehme ich mir die raus und schraube die einfach rein. So, zack, müsste halten. Dann schauen wir mal, ob das Ganze jetzt auch schon funktioniert, nachdem ich nur bei mir die Sicherung jetzt nur für euch erwähnt habe, aber ich habe es bei mir jetzt mal nicht rausgemacht. Ha, es brennt schon wieder. Wunderbar. Und jetzt kann ich auch den Deckel da einfach wieder draufschrauben. Wie gesagt, reinigt dieses Gewinde vorher und dann schraubt es einfach wieder drauf. So. Jetzt hält das Ganze, vielleicht macht ihr es nicht zu fest zu. Ich habe jetzt nochmal zurückgedreht und einfach so leicht zu. Da kommt ja keine Kraft drauf, die dieses Teil wieder öffnen will. Und dann schauen wir nochmal, ob es passt. Und ja, wunderbar, es leuchtet. Und am Ende, damit der Herd natürlich wieder läuft, die Maßnahmen gegen das Wiedereinschalten entfernen und die Sicherungen wieder reinmachen. Und jetzt habt ihr wieder die vollständige Energie am Herd. Wenn euch das interessiert, wie das ist mit den Grundregeln zum Arbeiten an elektrischen Anlagen sowie Wiedereinschalten sichern, dann blende ich euch hierzu auch ein Video ein. Nur noch ein Wort zum Leuchtmittel, das da reinkommt, und zwar das ist eine Glühbirne. Ihr seht hier die alte, die kaputt ist. Da sieht man auch dieser Draht da, der hier wackelt, deswegen ist es im Endeffekt nicht mehr funktionsfähig, der ist gerissen. Und zwar, jetzt gibt es viele Leute, die sagen sich, oh, also so, solche normalen Glühbirnen, die brauchen so viel Energie und das ist umweltfreundlich. Und da habt ihr auch alle zu 100% recht, diese Lampen sind an sich als Leuchtmittel sehr energieverschwenderisch. Die meiste Energie geht in Wärme über und nur ganz wenig in Licht. Trotzdem hat es uns sehr, sehr lang geholfen, dieses Leuchtmittel. Aber für einen Backofen, dessen Hauptaufgabe ist, Sachen zu erhitzen, ja, für den ist dieses Leuchtmittel super eigentlich, weil
das leuchtet und nebenher erzeugt es auch noch Wärme. Ja? Und im Backofen wollen wir ja Wärme erzeugen. Im Endeffekt ist das ein zusätzliches kleines Heizmittel neben der eigentlichen Heizschlange oder Heizwendel, die ihr im Backrohr habt. Und das tut überhaupt nichts, weil dieses Element liefert einen zusätzlichen Wärmebeitrag. Ja? Wenn dieses Element, diese Lampe, diesen Wärmebeitrag nicht liefern würde, um die richtige Temperatur zu erreichen, dann würde diese Energie von der Heizwendel im Herd geliefert werden, damit der Herd die entsprechende Temperatur erreicht. Das heißt, LED-Lampen, so gern wir sie sonst haben, überall wo wir ein reines Leuchtmittel suchen, ja, wo wir keine Wärme brauchen, keine Frage, LED, Energiesparlampe, früher, jetzt eigentlich nur noch LED, aber im Herd braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken machen wegen einer Glühbirne, die ist dort genau am richtigen Platz und besser kann man die Glühbirne heutzutage eigentlich nicht einsetzen. Und jetzt am Ende habt ihr auch gesehen, wie einfach sowas sein kann, wobei einfach ist da nicht so einfach bei mir gewesen, wie gesagt. Ich habe mir dieses Spezialwerkzeug da dann gedruckt und dann ging es doch. Aber am Ende, ohne dieses Werkzeug, wäre es, glaube ich, ziemlich schwer geworden, weil man kann hier ja keine Zange oder ähnliches ansetzen, weil da würde das Glas springen. Gut, dann hoffe ich, das Video war für euch interessant und hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.